Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf Thomas T. Heute möchte ich euch die Geschichte von Satyajit Chayapet erzählen. Er ist ein Thai-Masseur und wenn ihr mich fragt, ist er der Beste von der ganzen Stadt Bern. Mein Name ist Satyajit. Ich bin 48 Jahre alt. Und was macht ihn besonders? Er ist blind, und zwar seit er 26-jährig ist. Dann ist ihm ein tragischer Unfall widerfahren. Und seit 1997 hatte ich einen Unfall. Von Dach gefallen, ich habe drei Stock gefallen, mein Kopf auf dem Boden. Und dann ich habe schon im Spital drei Monate geschlafen. Und dann nachher ich habe nichts sehen. Und meine, ich kann hören nur linke Seite. Die einfachste Aufgabe hat er neu müssen, von Grund auf lernen. Der Satyajit hat mir erzählt im Gespräch, dass er auch schon daran gedacht hat, wieso er überhaupt noch leben soll, weil er fällt ja auch nur noch zur Last. Der entscheidende Wendepunkt ist erst gekommen, als seine Familie gefunden hat, dass man ihn in eine Blindenschule schicken müsse. Das hat dann sein Leben von Grund auf verändert. Hier hat er nicht nur neue Kollegen gefunden und gelernt, wie man die Blindenschrift liest, wie man mit dem Computer arbeitet, wie man sich im Alltag zurechtfindet, sondern er hat auch hier gelernt zu massieren. Ich glaube, es ist nicht untertrieben, wenn ich sage, dass das Massieren sein Leben gerettet hat, weil das hat dazu geführt, dass er eigentlich in den buddhistischen Tempel ist gegangen und dort eine Begegnung hatte mit einem Mönch. Dort hat er diese Mönche massiert und er hat gelernt, dass das Glück bei sich drinnen selber ist und dass er gar nicht auswärts suchen muss. Ich habe den Satyajit auf seinem Arbeitsweg begleitet von Sarnen nach Bern. Das sind ganze zwei Stunden, die der Mann hinter sich legen muss. Und auf dem Weg braucht er mehrmals Hilfe, damit er das auch schaffen kann. Er verlässt das Haus und schon dort steht die erste Person, die ihm zur Hilfe kommt. Das ist der Max. Der Max ist ein pensionierter Chemiefeger, der seine Freizeit gerne nutzt, um Leuten wie Satyajit zu helfen. Er ist Freiwilliger beim Schweizerischen Roten Kreuz und muss mindestens zwei Tage voraus wissen, wenn der Satyajit ihm seine Hilfe braucht. Also ihr seht, eine Organisation ist absolut zwingend, damit der Alltag des Satyajit klappen kann. Der Satyajit hat zwei technische Helfer im Alltag. Einerseits seine Smartwatch und auf der anderen Seite sein Smartphone. Ich habe mich am Vortag zum Beispiel bei ihm per WhatsApp gemeldet und die digitale Stimme von mir hat noch recht witzig. Hallo Satyajit, hier ist Tama von Now. Ich komme morgen um 7.40 Uhr zu Ihnen nach Hause. Dann fahren wir zusammen nach Bern. Liebe Grüße, Tama 9. Liebe Grüße, Tama. Dann fahren wir nach Bern. In Luzern muss der Satyajit umsteigen und dort hat er schon wieder Hilfe, und zwar von der Bahnhofshilfe. Dort wird er direkt beim Gleis empfangen und zum nächsten Zug dann begleitet. Mir ist aufgefallen, dass auf dem Weg ganz viele Leute bei den Blindenstreifen, die am Boden angebracht sind, rumstehen und nicht merken, wie sie den Weg für einen blinden Menschen erschweren. Endlich kommt er bei Wat Pho an. Das ist sein Arbeitsort, wo Thai-Massagen angeboten werden. Und dort merke ich, gibt es eine richtig steile Stege, die er zuerst mal überwinden muss. Und auch innen gibt es nicht viele Sachen, die ihm als blinder Mann helfen, sich selber zu orientieren. Wegen dem ist er von der Hilfe von seiner Chefin ziemlich fest angewiesen. Ja, Ärzte, ich habe Satyajit kann nicht selbstständig arbeiten, oder? Weil muss immer jemand bei ihm sein. Und das ist jetzt die grosse Herausforderung. Die Chefin hat schon schlaflose Nacht gehabt, weil sie einerseits am Satyajit möchte helfen, andererseits aber ihn nicht 24 Stunden betreuen kann. Und wegen dem ist es wichtig, dass er möglichst viele neue Kunden gewinnt. Wenn sie immer kommen, oder wenn er Stammkunden hat, oder? Dann wissen sie ganz genau, wie man das ansehen, wie man das machen, oder? Dann vielleicht brauche ich keine mehr andere Mitarbeiterin, die ihn immer unterstützen. Warum ist Massieren ein guter Beruf für dich? Kann ich die Leute helfen von Massieren? Dann ich fühle nicht wie blinde. Wir haben immer gehört, dass die blinde Leute kann
besser massieren als normale, also normale Leute, oder? Er ist einfach die beste Masseur. Also ich habe einfach noch nie jemanden so getroffen, der mich so gut massieren kann, oder? Von der Begegnung mit dem Satit nehme ich zwei Sachen mit. Einerseits seine unfassbar positive Einstellung und andererseits die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen. Ich glaube, sehr viele Menschen sind bereit, Hilfe zu geben, aber Hilfe annehmen braucht wirklich noch Grösse. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye.